Hallöchen, Popöchen, willkommen bei World of Dust Gaming, eurem Kanal für den besten Arena of Valor Content auf Deutsch, weil ich glaube, es ist der aktuell einzige Kanal, der auf Deutsch überhaupt irgendetwas macht. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, am 16. Januar sollte es ein neues Update gegeben haben, das ist nicht gekommen. Dieses Update wird jetzt am 20. kommen und ich habe mir überlegt, ich mache einfach mal was Spezielles für euch. Wir machen mal einen kurzen Patch-Rundown, also sehr, sehr kurz. Ich habe es in zwei Teile aufgeteilt. Einmal sozusagen das Mechanische, so was ändert sich am Matchmaking, was ändert sich am AFK-Zeug und dann auf der anderen Seite einmal ein kurzes Video, wo ich ein bisschen was über die Helden erzähle und auch ein bisschen was über das neue Equipment erzähle. Also ihr könnt euch gerne beide Teile natürlich anschauen, aber dann wisst ihr auf jeden Fall, was im jeweiligen Teil stattfindet. Für den zweiten Teil nehme ich einfach genau das gleiche Intro wie dieses hier. Weiß ich noch nicht. Nö, muss ich überlegen. Wie dem auch sei, ja, schaut euch die beiden Sachen an. Am 20. Januar ist es dann soweit. Und falls ihr das gut findet und da Bock habt, mehr zu sehen, abonniert gern meinen Kanal. Ist komplett kostenlos. Das ermöglicht euch YouTube wunderbar. Und schreibt mir mal rein, wie ihr es findet. Dann mache ich sowas gerne häufiger. Ja, viel Spaß jetzt mit dem Patch. Und wenn ihr dieses Video guckt und den anderen Teil sehen wollt, dann müsst ihr natürlich das andere Video gucken, weil ich habe jetzt gerade eben beschlossen, dass ich das doch für beide Teile mache. Und das große Stichwort des heutigen Tages lautet Beta 25. Ich mache etwas, was ich noch nie gemacht habe und insbesondere für die, die nicht so gut Englisch können, aber ansonsten ist es mittlerweile auch super schön bebildert. Am 20., also übermorgen kommt der neue Patch raus und wir wollen mal ganz kurz durch die Patch-Guides gehen. Es nennt sich Beta 25, wie ich gesagt habe, schaut mal hier, süße kleine Bildchen mit Isha und wir sprechen als erstes über das Matchmaking in Arena of Valor. Und da finde ich, haben sie sich echt einige Gedanken gemacht, dass das in Zukunft anders werden soll. Ich sag mal soll, weil wir werden natürlich sehen, was da dann auch passiert. Also generell sagen sie erstmal, wir wollen, dass hier die Lane-Picking-Probleme irgendwie aufhören und es weniger unbalanced Games gibt. Also wir wollen eher, dass die Spieler zusammenspielen, die auch zusammengehören. So. Und was sagt das ganze Ding hier? Es sagt uns eben ganz konkret im ersten Fall, früher hat das Ding einfach nicht gecheckt, wie viele Spieler sind eigentlich dran beteiligt. Das Gefühl hatte ich teilweise nicht. Und das heißt jetzt ganz konkret, und das steht da jetzt nicht so gut beschrieben, dass es so ist, dass das Spiel dann eher, also man sieht es jetzt hier so als Bild, aber also queuing players bedeutet eben im Umkehrschluss, es wird jetzt nicht mehr unterschieden, ob jetzt jemand im Duo oder im Team spielt, sondern sobald ihr Solo unterwegs seid, versucht Arena of Valor euch auch andere Solo-Spieler dazuzuschieben, bedeutet alle 10 Spieler sind im besten Fall solo und keiner ist mit irgendeinem anderen übers Matchmaking zusammen in einem Team. Finde ich erstmal eine krasse Nummer, wenn das so sein sollte. So, das nächste haben wir mal hier. Es ist immer das Problem gewesen und das hatte jeder von uns. Jeder. Ihr seht es in 1000 meiner Videos. Double Jungle, Double Support, Double hast du nicht gesehen, Double leck mich am Arsch. Und jetzt ist es so, dass das System bei denen Spielern, die mitspielen, prüfen wird, welche Figuren habt ihr in der letzten Zeit gespielt, beziehungsweise welche Positionen und wird euch in diese Position bringen. Das ist eine der Ideen, die das Spiel jetzt auch neuerdings hat. Und dann wird es weitergehen, gerade im Rank-Match. Haben wir das Problem of teaming up in previous ranked match may not be symmetrical. Ja. Und sie versuchen jetzt, dass sie zwei Teams mit einer ähnlichen Teamsituation bekommen. Das stand in einem Post besser drin. Sagen wir mal beispielsweise, ihr seid zu zweit unterwegs. Dann wird das Spiel bevorzugt nach einer Dreier-Queue suchen. Seid ihr zu dritt unterwegs, wird das Spiel bevorzugt nach einer Zweier-Queue suchen. Und so eher Teamleute zusammenbekommen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal echt ein paar ganz gute Änderungen. Ich finde auch die kleinen Bildchen hier sau süß. Dann schauen wir mal rein, was sie sich noch gemacht haben. Also sie haben hier das Ranking Environment, das wird hier von Annette erklärt. Und sie versuchen dieses ganze AFK-Striking mal zu beenden.
Ja, AFKing will ruin your teammates' gaming experience. Please don't AFK. Ganz ehrlich, Annette, AFK yourself. Das ist einfach völlig für den Arsch. Da kannst du tausendmal darauf hinweisen. Es ist einfach nur eine beschissene Situation für jeden. Und deshalb wird jetzt probiert, gerade im Ranking, also bei Ranked Matches, dass beispielsweise, wenn ihr einen AFK-Teammate habt, dann bekommt ihr einen Stern abgezogen. Sowas in der alten Version. Und jetzt soll es so sein, ihr bekommt keinen Stern mehr abgezogen, sobald einer AFK ist. Ja? Wenn alle Teammates offline sind, kriegst du irgendwie einen Stern mehr. Ich weiß nicht, was das sein soll. MVP im Losing Team wird bedeuten, dass ihr weiterhin euren Stern behalten dürft. Finde ich auch ziemlich cool. Genau dieses, we still lose the game with my 20 plus kills. Ihr habt versucht zu carryen, ihr habt es nicht geschafft, weil euer Team wirklich halt unter aller Sau war. Vielleicht waren die einfach offline, vielleicht wohnen die irgendwie in Buxtehude. Also in Deutschland hast du ja teilweise auch das Problem, dass es einfach irgendwo kein Netz gibt. Also ich sitze jetzt auch in meiner Bude, nehme das Video auf. Man sieht, dass ich hier oben vielleicht WLAN anhabe. Ich weiß nicht, wie viel vom Screen ihr seht. Aber wenn ich Arena of Valor spiele, spiele ich mobile, weil ich kein WLAN in meiner Wohnung habe, weil hier irgendein Träger zwischenstrahlt. Also total beschissen. MVP on the losing team will keep star. Und dann kriegt man nämlich auch noch mehr Brave Points. Ne? Also die Brave Points bleiben erhalten. Alles in allem soll dazu führen, dass das Spiel etwas weniger die Spieler eben auch bestraft. Und was auch noch mit dabei war, ist, dass das Spiel in Zukunft auch nochmal mehr danach schauen wird, was für Begrifflichkeiten werden verwendet in-game. Ist es vielleicht so, dass jemand die ganze Zeit flucht, andere Leute rassistisch oder sexistisch beleidigt, und auch diese Spieler sollen dann eher bestraft werden, so wie auch AFK-Spieler nochmal besser bestraft werden sollen. Einige Ranked-Spieler haben jetzt schon Angst, dass es da Absprachen gibt im Sinne von, oh fuck, wir verlieren das Match. Und dann geht einfach einer aus dem Team AFK und der Rest des Teams bekommt nichts abgezogen. Es sei euch an dieser Stelle gesagt, ihr könnt ja immer noch Leute reporten. Nutzt diese Möglichkeit. So, dann, haben wir noch hier einmal die Improved Game Environment von Elandor, oder whatever. So, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Penalty for Verbal Abuse. Das ist das, was auf jeden Fall kommen soll. Dann haben wir hier eben das Ding, dass wir eine Lane assigned bekommen haben. Die Leute wollen das nicht, wollen die nicht spielen. Und daraufhin gehen sie aus dem Spiel raus oder machen irgendeinen anderen Scheiß oder nehmen die Lane dann trotzdem oder nehmen eine andere Lane. Auch die sollen jetzt bestraft werden für ihr fehlerhaftes Verhalten. Und wir sagen auch hier irgendwie, before players who disconnected before the end of the match were likely to be considered serious offenders. Auch da will jetzt das Spiel nochmal näher reingucken. Also alles in allem, bevor wir jetzt dann, ich mache für das andere noch ein neues Video, für die Balance Changes. Alles in allem soll es so sein, dass auf jeden Fall unsere Freunde hier von Tencent das Spiel nochmal genau unter die Lupe nehmen wollen. Und gerade viele kleine Stellschrauben, die einfach maßgeblich dazu führen, dass das Game am Ende des Tages unbefriedigend für uns Spieler wird, sollen nochmal angeschaut werden und sollen auch nochmal überarbeitet werden. Und ich sag mal so, Leute, scheiße oder jetzt schlecht ist es sowieso schon, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, aber geht gar nicht. Ich muss Menschen rassistisch beleidigen, ich muss irgendwie jedes Mal der türkischen Community einen reindrücken oder den Chinesen sagen, dass die, weiß ich nicht. Ich sag's nicht, weil ich möchte das nicht, ne? Aber es trägt ja nicht zum Spielfluss bei. Es macht ja das Spiel für mich auch nicht schöner, wenn ich andere Leute beleidige. Also, anstatt den Scheiß einfach zu lassen, ist Tencent jetzt halt aufgefordert, dagegen etwas zu tun. Und das tun sie jetzt auch. Und ich finde, da ist auf jeden Fall keine Änderung dabei, wo ich jetzt Bauchschmerzen hätte und sagen würde, oh Gott, das wird verschlimmbessert. Sondern ich finde, da sind ganz, ganz viele Sachen dabei, wo wir am Ende des Tages, wenn sie wirklich so funktionieren auch, ein schöneres Spiel haben, ein freundschaftlicheres Spiel und vor allem auch einfach ein faireres Spiel. Und da schaue ich gerne, was ab 20.09. passiert. Ja.